Hi Lenker, eigentlich hätte ich dich viel lieber in Münster interviewt, aber jetzt bin ich hier in Bremen leider erst gelandet. Was war der Unterschied heute, dass ihr nicht so gerockt habt wie in Münster und so ein knappes Spiel hingelegt habt? Ja, ich denke, zum einen haben wir halt dieses Spiel schon in den Knochen gehabt, zum anderen ja, ging bei jedem wahrscheinlich so ein bisschen durch den Kopf, dass wir das gerne bestätigen wollten, was wir geleistet haben am Donnerstag. Ja, und dann geht der Kopf so ein bisschen an und dann klappt das alles nicht mehr so locker von der Hand. Das war halt am Donnerstag komplett einfach, ja, so ein bisschen einfach ins kalte Wasser. Wir schauen, was passiert, was drüben passiert, was vor allem viel auf unserer Seite passiert. Heute wollten wir schon fast ein bisschen ja, Anpassung auf den Gegner auch machen. Gleichzeitig mit unserem Spiel und das gut anwenden, aber wir sind da auch emotional und energetisch gar nicht hingekommen und das war ein Riesenunterschied heute, also dass wir das gar nicht aufgreifen konnten. Ja, das haben wir natürlich auch hier draußen deutlich gesehen. Ich persönlich spiele auch Libero und gerade wenn die Angreifer vorne nicht so viel Druck entwickeln, hast du einen Tipp für auch die Volleyball-Freaks da draußen, wie man als Libero vielleicht seine Mannschaft noch pusht und trotzdem noch irgendwie versucht, die Mannschaft noch weiter emotional nach oben zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist positiv bleiben, weil es kommt genug von außen, vom Trainer. Und ein Libero muss immer ein Motor sein, der muss immer pushen, der muss immer helfen, immer probieren zu sehen, wo vielleicht noch eine Lücke ist oder auch einfach mal sagen, hey, hau rein, ich bin da an der Sicherung oder was auch immer. Also einfach präsent sein und den Leuten echt den Rücken stärken. Ja. Ich habe gerade schon mit Felix gesprochen und habe ihn mal gefragt, ob demnächst wieder so eine tolle Übung kommt, wie Denise die Woche gepostet hat. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast mit dem Reifen. Oh ja, geil. Ja, ja, die kam da draußen sehr, sehr gut an. Also ich habe schon zwei, drei Videos gesehen von anderen Vereinen, die das jetzt nachgemacht haben. Also ihr seid auf jeden Fall Trendsetter. Steht da vielleicht noch weitere Planung an, weil er meinte, es kommt von euch. Ja, ich bin bereit dafür. Keine Ahnung, ich bin da nicht so der kreative Kopf, leider. Aber ich glaube, das ist immer cool sowas, weil das lockert die Stimmung. Das ist eine super Einstimmung auf so ein Event jetzt hier in Münster. Und wieso soll man nicht auch mal Kind sein dürfen wieder, ja, ne? Und so ein bisschen rumblödeln? Also wir sind super, steckt eure Köpfe zusammen. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Und bei Volleyball Freak teilen wir das natürlich gerne. Genau, irgendwas fällt uns schon ein. Okay, die letzte Frage. Der Test gilt ja als Vorbereitung auf die WM in Japan. Was ist dein Bauchgefühl? Wie werdet ihr abschneiden oder eure Ziele für Japan? Das ist also generell ist mein Bauchgefühl sehr, sehr gut, weil ich ein ganz, ganz gutes Gefühl mit der Gruppe habe. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Wir sind gut zusammengekommen wieder nach der größeren Pause und jetzt haben wir einfach noch viel vor uns, viele schöne Events und Spiele und von daher haben wir einfach noch Zeit daran zu arbeiten und wir sind alle so offen an diesen Baustellen, die wir so ein bisschen geöffnet haben, zu arbeiten und wir haben so viel Potenzial und das finde ich echt cool, von daher bin ich da total zuversichtlich und unsere Gruppe lässt ja auch hoffen. Okay, dann hoffen wir natürlich, dass ihr die Baustellen noch schließt bis Japan, ja, und dass wir da draußen auf jeden Fall das Daumendrücken sich lohnt und wir einige Erfolge von euch sehen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Bis demnächst. Ciao. Ciao.